Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Skyrim mit Mods. Ja, wir sind ja letztes Mal bis zu dem Tempel hier vorgedrungen. Eigentlich wollten wir zu dem, aber der steht hier gerade näher anscheinend. Deswegen gucken wir da rein. Warum sollten wir extra Umwege gehen? Und mal schauen, was wir so alles finden. Alles, was mit Alchemie zu tun hat, kann nicht schlecht sein. Schneeschleierzuflucht, ja, okay. Keine Ahnung, ob das eins von den Gebäuden ist, ob das Spieler gemacht ist. Deswegen vielleicht auch nicht auf der Karte. Ah, das ist wahrscheinlich der Ausgang von dem Ding. Deswegen kommen wir jetzt hier nicht weiter. Weil hier drin ist ein Hebel wahrscheinlich. Alles klar. Das heißt, wir werden jetzt auf den Berg wahrscheinlich hochgehen dürfen. Müssen. Können. Sollen. Wollen. Egal. Und dann werden wir uns nach unten durcharbeiten dürfen. Eigentlich will ich gar nicht so schnell gehen. Weil ich mir ziemlich sicher bin, dass irgendwas Böses auf uns wartet. So, aber hier schleiche ich mir mal eine Runde. Ist wie eine Serpentine gebaut. Drüben sind die anderen Gebäude anscheinend. Ich sehe erstmal nichts, was uns gefährlich werden könnte. Gesellenwinkel. Okay, nee, das ist was anderes. Das ist vielleicht ein Ausgang von denen, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall kamen wir aktuell da nicht rein. Habt ihr gesehen. Hä? Du siehst mich doch gar nicht. Wie ist der denn drauf? Ja, das sieht dann ja immer. Mal gucken, wie er sich bewegt. Haha, 9,7-facher Schaden. Einfach nur nice. Okay. Ja. Nehmen wir alles. Das nicht. So, Essenz des Feilchens. Ja, ein bisschen Alchemiezutaten hat der Kollege hier anscheinend gefunkert. Ist nicht irgendwie weltbewegend. Oh, Flöte ist recht wertvoll. Okay. Himmelsrand der Kräutersammler. Okay. Das Firmament können wir auch mitnehmen. Brauche ich nicht. Eine Schatzkarte. Ich mag die Dinger an sich nicht, weil man da drin suchen muss. Aber theoretisch sind die wahrscheinlich gar nicht so schlecht. Ich habe ja einmal eine gefunden. Das war okay, aber ganz ehrlich, wenn man einfach questet, kommt man da viel besser weg. Oh, und hier ist noch ein Eingang. Journeyman's Nook Runes. Okay. Journeyman, also der Reisende. Okay. Der wäre aufgestanden. Das haben wir vermieden. Mit präventiver Brutalität. Ja, ich konnte ihn nicht anklicken, also. Da war ich mir jetzt recht sicher gewesen, dass der mich... Hettix-Notiz zum Voll und... Oh. Ich war skeptisch, aber jetzt ist offensichtlich. In den alten Hymnen steckt Wahrheit. Das Relief war nicht weit vom Eingang, so wie sie sagten. Ich habe keinen Zweifel mehr, dass es den Eingang zu Quennels Grabstätte verbirgt. Die beiden Schlüssel müssen irgendwo in der Nähe versteckt sein. Zeremoniell Kopien von Okin und Edui. Den Waffen, mit denen Quennel am liebsten in die Schlacht zog. Doch ich wage mich nicht weiter, solange ich keinen Leibwächter zur Begleitung angeheuert habe. Zu denken, Quennel, der Häuptlinge der Zungen, könnte hinter nur wenigen Fuß tiefen Gestein bestattet sein. Der Vorfahr, an den wir kaum geglaubt hatten, hat wirklich gelebt. Zweimal verdammt soll ich sein, diese törichte Exkursion geplant zu haben. Ich hätte diese Söldner gleich anhören sollen. Vielleicht besteht dafür keine Notwendigkeit.
Das hier ist schließlich nur eine Grabstätte und nichts weist darauf hin, dass sie bewohnt wäre. Es ist ja nicht so, als würde es den seit 1000 Jahren Toten etwas ausmachen, wenn ich mich hier ein wenig umsehe. Er irrte sich. Okay. Zwei Schlüssel, die Nachbildung der Waffen sind. Okay, erstmal Licht. Necropriest. Okay. Okay. Ja, sorry, das ist eine kleine Panikattacke. Damit habe ich nicht gerechnet. Ihr seht auch, ich bin gerade ein bisschen durcheinander. Ich muss kurz mal einen kleinen Moment. Evil Twin. Hi. Ich muss da rein in die Sägezahn reinzimmern, sonst komme ich nicht weit. Der kann nämlich haufenweise Untote beschwören. Muss hier rein. Lass mich rein. Ein Schritt, ein Schritt. Kommt. Okay. So, Sailstone, jetzt können wir mit Evil Twin weitermachen. Ist das klappt? Ist das Ding hier? Ja. So, jetzt kämpfen meine Skelette gegen seine Skelette. Und der kriegt auch nicht auf den Sack. Okay, das ist gut. Das ist zwar gut gerettet, aber das ist auch hier ein bisschen anstrengend. Gut, dass ich mir Mana regeneriere, als ich verbrauche. Sobald der hin ist, ist die Sache hier gelaufen. Mein Sailstone ist weg. Ja, ja. Hier, seid böse, ist mir egal. Ich glaube, er ist tot. Das ist nur eine Frage der Zeit. Ja, die Performance geht gegen null. Oh, heilige. Ich muss kurz meinen Rechner anpassen. Okay, er brennt noch nicht. Gut, kommt Leute, also wenn das kein Like wert ist, ne? Wann habt ihr in Skyrim schon mal sowas gesehen? Ich hoffe, dass er wirklich tot ist, die haben irgendwie nicht geglaubt. So, Sidestone nachzaubern. Ja, hier braucht man einfach Flächenmagie. Okay. Wollen wir Wetten abschließen und das Spiel gleich zusammenbricht? Scheiße. Ach du Scheiße, Entschuldigung. Ich weiß, man sagt Scheiße nicht, aber... Alles kann ich mein Gefühl nicht beschreiben. Das Gefühl, es werden immer mehr. Scheiße, ich kann nichts mehr sehen. Ich kann mich nicht bewegen. Ich muss hier raus. Ich muss irgendwie raus. Okay.
muss hier raus. Ich muss hier raus, bevor irgendwie alles zusammenbricht. Problem ist, ich sehe nichts. Geht's hier raus? Wenn man nicht große Karte hat, ich habe keine Chance. Das ist ein toller Mod, Leute, aber. Da ist eine Tür. Da muss ich irgendwie hin. Komm, wir gehen mal raus und runter. Boah! Ich kann kaum was sehen. Da. Alter Verwalter. Wir nehmen uns jetzt noch ein bisschen Distanz hier. Soweit das möglich ist. Also es war ja prinzipiell für mich nicht gefährlich, aber für den PC. So, jetzt drück die Daumen, dass wir hier nicht so überfüllt sind. Okay, keine Chance. Kriegen die überhaupt Schaden? Ich glaube, das ist so verbuggt jetzt. Tja. Jetzt haben wir ein Problem. Na, versuchen wir es mal. Ich mache mal kurz sicher, dass er einen Speicher hoch. Jetzt Schaden machen. So. Halla die Waldfee. So, ich glaube, so kriegen wir es jetzt mittlerweile hin. Es ist zwar natürlich jetzt herb heftig. Das Problem ist, wenn der Typ noch lebt, dann führen wir den Kampf hier ein bisschen alle Ewigkeit.
Genau. Einfach draufschlagen, ey. Wir verstehen hier nichts mehr. Ich müsste vielleicht trotzdem mal einen Kerzenschein anmachen. Damit ich wenigstens ein bisschen was sehe. Ah! Gegner. Kommen wir wieder neu, ja? Ach, der Typ lebt noch. Der Typ lebt noch! Scheibenkleister. Solange der noch lebt, kommen wir hier nicht vorwärts. So, dann drück die Daumen. Oder wir müssen versuchen, den Bogen zu halten, schnell. Ich glaube, das ist effizienter. Das heißt, wenn wir jetzt wieder ins Menü kommen. Okay, am besten hauen wir Bombardement raus in seine Richtung. Irgendwie. Boah. Das ist nur noch ein reines Leck. Ganz ehrlich, das ist einfach nur lächerlich, Entschuldigung. Also ist ja irgendwie cool, ne? Aber. Entschuldigung, erstmal Kerzenschein, damit ich überhaupt was sehe. Aber das ist ja. Wenn man den Typen nicht tot kriegt. So, jetzt müssen wir mal gucken. Irgendwie. Sehen wir ihn irgendwie. Ich sehe gar nichts, ganz genau. Das ist einfach nur herbe dumm. Ja, da, ich ziele auf ihn, aber das Problem ist, es wird nicht treffen. Weil er sich permanent die Leute als Schild erzwungen kann. Da ist er. Ah. Alter, der ist ja noch fast voll. Wir müssen ihn jetzt behaken, so gut es geht. Erst wenn der tot ist, haben wir eine Chance, dass hier überhaupt vorwärts geht. Das Schöne ist, wir haben ihn einmal getroffen. Das heißt, uns verzaubert und killt ihn irgendwann. Das Problem ist nur, wahrscheinlich kann der Kollege sich heilen. Und deswegen haben wir ein kleines Problem. Und muss anscheinend noch ein Stück nach rechts. Das ist nicht so einfach. Das wurde es. Jetzt ein Thema Trefferfeedback, ne? Ne, es macht Klack, ich treffe nicht. Das war, glaube ich, einer. Ja. Stirb! Setz hin. Geil. So, jetzt können wir das Spiel... Ach ne, erstmal den Bogen aufladen lassen. So, jetzt können wir das Spiel für uns spielen lassen.
Sidestone und Evil Twin. Und dann sollte sich das hier relativ schnell in Luft auflösen. Ja, das Sidestone auch gewirkt, ne? Ne, hat er nicht. Zumindest sehe ich nicht. Ja, jetzt hat er. So, jetzt Evil Twin. Dann können die sich alle gegenseitig killen. Ah, bitte! Egal was für Kommentare! Irgendwelche, also das hier. Ha! Jetzt haben wir es geschafft. Jetzt kackt es ab. Das war eine Frage der Zeit. Mal sehen, fängt es wieder? Steuerung ist eingefroren. Okay, folgender Vorschlag. Ich mache mal da weiter, wo wir aufgehört haben, wo ich sicherheitshalber gespeichert hatte. Damit ihr jetzt nichts verpasst, springe ich da mal dahin, bis der Kollege tot ist ungefähr. So, es hat leider nicht so geklappt, wie ich gerne wollte. Ich hatte ihn zwar dann nochmal schön runter gehabt nach einem langen Kampf, war er tot und ab dann hatte ich die Aufnahmen wieder gestartet. Problem war aber, anscheinend hat es so sehr meinen Rechner beansprucht gehabt, dass meine Aufnahmesoftware nur Murks geliefert hat. Ich zeige euch jetzt mal das Endergebnis. Ein paar Gegner waren noch übrig, weil die in der Decke klebten. Ich habe die nicht alle ausgenommen. Ich habe so gut ich konnte, per Zufall, und ich sehe, die haben sich schon wieder neu verteilt. Deswegen kann man sich eigentlich noch reingehen und nehmen. De facto hatte ich sie dann halt alle mit diversen Zaubern und vor allem mit dem Bogen platt gemacht. Hab den Kollegen selber nicht wiedergefunden. Ihr seht, ein paar sind wie gesagt noch übrig. Oder die waren in der Decke, die konnte ich nicht treffen. Deswegen, die hauen wir jetzt noch um. Tut mir leid, dass ich euch jetzt den Ende des Kampfes nicht zeigen konnte. Ihr seht das Ergebnis. Deswegen habe ich die Aufnahme nochmal gestartet. Damit ihr eigentlich sehen könnt. Jo, das ist am Ende dabei rausgekommen. Traurige war, es war kein spezieller Loot oder irgendwas Geiles, richtig Geiles hier. Also, man kann jetzt nicht sagen, dass sich's gelohnt hat. Also, vom Gefühl her, klar. Aber insgesamt, so vom Loot her, nicht lohnenswert. So, hauen wir die noch kaputt. So. Alles weg? Gut. Wie gesagt, das war ein epischer Fight. Den haben wir noch zumindest drauf, bis zu dem Zeitpunkt, wo er abbricht. Das hier ist das Ergebnis. Ich habe keine Ahnung, wie viele Tote das sind. Und vor allem, wie viele Gegner es waren. Wenn man das mal so was sich durchschaut hier. Also, mindestens 30, wahrscheinlich eher so an die 50. So, und ich kann das, wie gesagt, leider nicht mehr nachstellen. Weil er hat auch die Autosaves überschrieben gehabt. So. Im Prinzip waren wir dann hier drin noch gewesen. Und hier lagen ein paar Salze und sowas. Und in der Truhe hier waren ein paar Sachen, aber nichts wirklich krasses. Das Fresko hat mir noch gefallen. Ist echt cool. Ist da drüben nochmal dasselbe. Ich komme schnell ran. So, aber das war es dann auch gewesen. Im Prinzip. Das wollte ich euch jetzt aber trotzdem noch gerne zumindest zeigen, bei dem ich ganz unwissend aus der Sache rausgeht, wie ist die Sache hier ausgegangen. Also nach vielen, vielen Toten, viel, viel Mühe. Ich musste diesmal tatsächlich mich hier den Weg durchkämpfen, weil er nicht rauskommen wollte, wie beim vorigen Mal. Stand dann hier, er war irgendwo hier. Und dann habe ich ihn, ja, der liegt da sogar. Ne, ist noch irgendwas Skelett, ne? Ja. Naja, jedenfalls hat ich ihn dann ein bisschen geschlagen. Da ist er. Cool. Da haben wir doch noch. Nein!
Nein! Ich wollte auch seinen Loot haben. Naja, gut. Wir sind ja nicht gierig. Tut schon ein bisschen weh. Okay, ja, wie gesagt, und dann war er gestorben und danach war es nur eine Frage der Zeit. Ich bin froh, dass es nicht nochmal abgestürzt ist. Ich habe mich natürlich gekniffen, nochmal Evil Twin zu machen. So geil der Zauber ist, das war zu viel. Ja, ich würde sagen, dann hören wir jetzt auch wirklich auf. Ich würde mich freuen, wenn ihr ein Like da lassen würdet. Ich nehme noch das Gold, das habe ich mir jetzt gerade verdient. So. Ja, wie gesagt, Like da lassen, Abo da lassen, falls nicht geschehen. Würde mich freuen, gerne in die Kommentare, ob ihr schon mal so einen epischen Fight in Skyrim hattet. Und mit diesen Worten mache ich jetzt Feierabend. Wünsche euch alles Gute, danke für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal und mögen die Gaming-Götter mit euch sein. Tschüss.